So, hallo, wir machen weiter bei Schwarzbild. Ist jetzt? Ach, weil ich es zu hatte? Ach so. Okay. Ich war kurz verwirrt. Jetzt ist aber... jetzt ist Bild da. Gut, dann... super Anfang, wie immer. Fantastisch. Wir machen weiter bei I Wanna Maker. Jetzt habe ich den Kommentar... Oh nein, jetzt ist der Kommentar wieder zu. Moment, wo war das? Welche Seite? Da, ich hab's. Alles gut, ich habe alles im Griff. Wir machen weiter bei I Wanna Maker. Letztes Mal wurden wir getrollt von Erik. Und jetzt spielen wir noch mehr von Erik, weil von Erik sind noch 5 oder so IDs in der Liste, die ich erstmal jetzt hier abfrühstücke. X4VQ Z4BV dürfte das nächste sein. Ah, nee, das war das Troll-Level. Dann ist eins danach. XMK1 1KMD. Jawollo. Okay, das ist noch einfacher. Catch the Ice Cream Truck. Na, dann catchen wir den Ice Cream Truck mal. Ist anscheinend auch sehr beliebt. Wahrscheinlich sind automatisch sehr einfache Level beliebter, weil Leute nicht auf... Also nicht objektiv bewerten, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob ich objektiv bewerte, by the way. Aber ich glaube, Leute bewerten eher positiv, wenn es... Ja, ich meine, es macht den Leuten mehr Spaß, wenn es einfach ist. Aber, ja, egal. So, ich muss hinterher. Ja, das habe ich schon gedacht. Dann catchen wir den Eiskühl. Aber ich meine, wenn man das in 18 Sekunden schaffen kann, kann es ja nicht allzu lange... Ja, moin. Kann es ja nicht allzu lange sein. So. Ey, ich guck zu sehr auf das Auto, ich muss da eigentlich gar nicht hingucken, oder? Der kann ja einfach wegfahren. Dann habe ich jetzt nämlich einfach keinen Stress. So. Ich muss ihn ja wohl kaum einholen oder sonst irgendwas. Kann ich ja auch gar nicht, der fährt ja genauso schnell wie ich. Und jetzt kann ich nämlich viel konzentrierter hier einfach durchspringen. Ja, moin. Da war mein Eis. Okay. Gut. Das war kurz. Okay. Dann PMKG 14JT. Spook. Okay. 19 Sekunden. Echo Mask hat es als erstes abgeschlossen. Ja, moin. Oh Gott. Das in Kombination mit Trolls wäre fies, aber ich glaube, es hatte keinen Troll-Tag. Ah, ich muss zurück, oder wie? Ah, shit. Ach so. Dann gleich hier hoch. Auch gut. Das ergibt mehr Sinn. Ah, shit. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. I see. Ha! Sehr gut. Checkpoints immer fantastisch. Okay, das war ein kurzer Schreck oder so. Alles klar. Da dreht sich was. Da oben kann ich hin. Okay, hier komme ich nicht durch. Irgendwann falle ich wahrscheinlich durch den Boden oder so. Aber hier kann ich nichts anderes machen. Jetzt ist es ein Apfel geworden. Öh! Okay, wie macht man das denn? Hä? War es nicht gerade noch ein... Habe ich nicht richtig hingeguckt?
Jo. Mit denen kann man einfach rumspielen. Oh. Ah, okay. Gut, alles klar. Das war interessant. So. Da. PMKG. Nee, das war es von gerade eben. Stabil. D6B3. BHQ4. Schillers. Oha, 3. Okay, das wird jetzt. Das ist das, was ich meine, ne? Kaum schwieriges Level, schon weniger Bewertung. Oh, eine Minute muss man. Oh, Erik selbst hat hier den Rekord. Ah, oh, okay. I see. Mal schauen, ob wir hier chillen. Oh je. Jetzt geht er schon mit netten Sprüngen los. Okay. Yikes. Oh. Ich habe gedacht, der Pfeil macht was anderes. Der Pfeil war so ein Zusatzsprung oder was? Ah ja, okay. Oh, ein Checkpoint wäre jetzt schon nice gewesen, ne? Oh, Junge. Aber ich kann jetzt eigentlich einfach da hoch. Und hier bin ich safe. Und dann kann ich da rüber. Nein! Aber der Anfang geht eigentlich fit. Ach, Käse. Aber der Anfang geht trotzdem eigentlich fit. Wer weiß, was noch kommt. Aber bisher ist das okay. Wenn ich halt nicht dumm wäre, dann wäre das okay. Es ist immer faszinierend, wie der erste Versuch der beste ist. Und dann dauert es erstmal wieder ein paar Versuche, bis man dahin kommt, wo man war. Okay. Immer wieder faszinierend. Weil dann die Ungeduld. Oh ja, weil dann die Ungeduld beginnt. Genau deswegen. Eieiei. So. Okay. Okay. Jetzt muss ich nur noch hier durchkommen. Ich nehme an, ich muss trotzdem hin und her wechseln. Ich kann wahrscheinlich nicht. Ah! Yes! Gib mir den Checkpoint. Ah, der zieht komplett durch. So nicht. So auch nicht. So auch nicht. Hui! Oh shit. Okay. Oh nee, das geht jetzt die ganze Zeit so. Nee! Ach, hier kann ich stehen, habe ich gar nicht realisiert. Witzig. Scheiße. Dann ist das ja nochmal einfacher. Ich dachte, da kann ich gar nicht stehen. Aber ich kann da ja einfach stehen. Das war jetzt nicht so gut. Kommst du wieder her? Ja, okay, ich krieg den wieder her. Dann gehst du jetzt runter. Und dann ist ja erstmal alles cool. Muss ich den hier antriggern? Nein! Ich kann da doch unten stehen bleiben. Warum bin ich denn wieder gleich hoch? Ich muss den gar nicht antriggern. Ich kann den richtig triggern. Ich kann den richtig triggern. Mist. Mist. Ah.
Oh, wenn ich mir vorstelle, hier wäre kein Checkpoint, ne? Das wäre schon belastend. Wieso schaffe ich es nicht mehr da drauf? Gott. Ja, ich kann ja einfach hier hin. Dann ist alles easy. Da hätte ich nochmal springen müssen. Scheiße. Das war jetzt unnötig. Oh, das war jetzt so unnötig. Oh, das war zu unnötig. Wir hätten es gehabt. Aber wir haben es jetzt auch. Also, wenn ich jetzt nicht Blödsinn mache, komme ich hier eigentlich durch. Yes. Okay, what now? Was macht der rote Pfeil nochmal? Dreht er die Schwerkraft um? Achso, der gibt mir aber auch nochmal... Okay, verstanden. Oha. Ja, dann habe ich den Weg verstanden, den ich gehen muss. Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Oh weia. Scheiße. Yes! Yes! Ja, du kannst... Nein! Bin ich dumm! Bin ich dumm? Ich wollte gerade noch so sagen, ja, du kannst da schießen. Das berührt mich überhaupt nicht. Die sind so weit weg, die Äpfel. Und dann laufe ich einfach rein. Bin ich denn komplett lost? So, aber das ist gar nicht so schwer, hier wieder hinzukommen. Ja, easy. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre es jetzt gewesen. Hier runter segeln. Oh mein Gott. Okay, hier ist das Ziel. Das ist der Zielraum. Ah, auch interessant. Da wechselt man hin und her. Aha. Jo, bitte was? Um nicht zu sagen, bitte Wasser. Ach du Schande, ist das ein Raum. Okay. Nein! Das war der dümmste Tod. Ich hätte überall sterben können, aber nicht da. Das war ja komplett dämlich. Das war auch dämlich. Aber soweit geht der Anfang eigentlich klar. Wenn man nicht ganz dumm ist. Nein! Zu bald. Ich habe vergessen zu schießen. Langsam. Zu weit. So. Jetzt folgendes. So ist offen. Na gut, ich muss halt einfach schießen und dann oben durch. Ah. Wenn man halt nicht dumm ist.
Reichtum wäre, wäre es ganz schön. Gut. Eigentlich geht's bisher. Es ist halt... Man darf halt nicht dumm sein. Also es ist eigentlich nicht, noch nicht so schwierig. Man darf halt einfach nicht dumm sein. Das ist mein Problem. So. Jetzt weiß ich nicht, was die Dreiecke mit mir machen. Ob ich einfach durchlaufen kann? Oder ob die für mich auch... Die töten mich? Ja, wo muss ich denn dann hin? Hä? Die Dreiecke töten... Okay... Aber bis dahin muss ich ja richtig gewesen sein. Ah, das war dumm. Okay, aber jetzt bin ich... Also, soweit muss ja alles richtig sein, weil anders kann ich... Ich kann ja gar nicht anders laufen. Irgendwas habe ich dann falsch verstanden bisher an dem Level. Irgendwas habe ich an dem Level bisher falsch verstanden. Oder an dem Raum. Ach, komm schon. Erik hat das alles einfach in einer Minute gespielt. Sick. Also am Stück halt sozusagen, ne? Ja, Wahnsinn. Jux! So. Also ich darf nicht... Ach, da oben kann ich durch. Oh shit, das will getimed... Oh Gott, das will getimed sein. Oh, Hilfe. Oh nee. Oh nee, kein Fan. Oh Gott, wie mache ich das? Yeah! So in etwa. So in etwa. Ich habe das, ich habe dieses, dass man da durchgehen kann, habe ich nicht gesehen vorhin. Cheat. Cheat, 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 cheat. Ach komm, ey. Ach, hä? Was habe ich gerade völlig falsch gemacht? Oh, ich... Dazu ungeduldig einfach. So. Da die Kombination schießen und... Oh Gott, ist das doof. Ah... Ah, ich... Ich lerne es aber auch wieder nicht. Das ist dann wieder so, das ist dann wieder der Moment, wo ich über mich selbst einfach am meisten ärgere. Kann das Level überhaupt nichts dafür. Aber ich bin einfach an manchen Stellen schon wieder so unfähig, dass ich mich aufregen muss. So. Gott, das ist kritisch. Ach, weil das... Oh, nee, das Springen gleich... Oh, Gott. Das gleichzeitig da hochspringen und... Uah. Das ist... Uah.
Das ist ganz großes Uhr. Weil wenn ich oben bin, komme ich ja nicht mehr zurück. Das ist so kritisch. Das meine ich. Ich komme nicht hoch genug. Entweder ich treffe, oder ich springe hoch genug und treffe nicht. Oh Gott. Ist das fies. Ist man echt schnell wieder dort. So. Ich muss einfach durchprobieren, es hilft halt nichts. Es ist halt schon so ein knapper Sprung. Und dann muss ich auch noch treffen. Ah, Mama. Oha. Bruder, ey, wie mache ich das denn am blödsten? Ich kann nur so, wie ich es vorhabe. Es gibt hier keinen Trick, es muss einfach funktionieren. Und dann treffe ich es, aber es reicht halt nicht. Oh. Ding ist halt, ich müsste den Sprung alleine mal gucken zu üben, bevor ich schieße. Aber wenn ich es einmal da hoch schaffe, würde ich halt ganz gerne auch den Weg aufgeschossen haben. Alles andere wäre ein bisschen suboptimal. Das geht nicht gleichzeitig schießen und hochspringen. Kann ich das vielleicht irgendwie anders lösen? Dass ich das Ding hier unten doppelt nutze? Weil das so ein bisschen zeitverzögert halt ist. Aber dann schaffe ich es wahrscheinlich nicht rechtzeitig dadurch, wenn ich da zweimal gegenschieße. Das war jetzt dumm. Dann schaffe ich es da wahrscheinlich nicht rechtzeitig durch. Ach komm! Jo, das war wieder so ein von der Ecke laufen Sprung. So. Na, versteht ihr, was ich meine, wenn ich schnell hintereinander schieße? Aber dann müsste ich sozusagen
Nee, nee, keine Chance. Ich kann erst von dem da oben springen. Keine Chance, das da unten zu timen. Nee, keine Chance. Den Gedanken verwerfe ich sofort wieder. Ich wusste, irgendwann laufe ich da rein. Ach Gott, ey. Oh, dieser letzte Raum ist heavy. Dieser letzte Raum ist richtig heavy. Aber dieser Sprung ist halt... Oh, dieser Sprung ist böse. Wie mache ich den? Wie mache ich den? Das, wenn ich treffe, reicht der Sprung nicht mehr. Ach, das ist doch... Das ist richtig böse. Wie gesagt, ich komme recht oft hin. So, das nützt mir aber nichts. Oh, wie mache ich den? Ich sehe keinen. Ich sehe keinen Alternativweg. Ja, Moment mal. Moment mal. Wie geht das denn überhaupt weiter, wenn ich... Wait a moment. Also selbst wenn ich da oben bin, ne, kriege ich hier den Dreifachsprung. Und dann? Dann ist hier offen und hier ist zu. Aber hier muss ich durch. Kann ich mit einem Sprung hier den Schalter drücken? Drück. Dann falle ich da runter. Dann mache ich den Sprung und dann mache ich den Sprung hier rüber. Das wäre der dritte. Der dritte. Aber irgendwas sagt mir, dass ich hier runter muss und muss hier einen Sprung machen, hier und hier. Und hier und hier und hier und hier. Ich glaube, ich muss so, ja. So, ja, okay. Und dann aber da. Also ich brauche auf jeden Fall den Dreifachsprung. Aber guck mal, es ist schon so knapp, da hochzukommen. Bin ich denn komplett dumm? Ich komme nicht da hoch. Sind wir so weit in dem Level gekommen, aber ich komme nicht da hoch. Einfach. Entschuldigung. Einfach nicht möglich. Nein! Mama mia. So rum. Guck mal. Ich komme so schon nicht hoch. Hä, geht das überhaupt? Hä? Ich komme nicht hoch. Ich muss doch von da hochkommen.
Aber wenn ich schon mit einem normalen Sprung da nicht hochkomme, wie soll ich dann mit einem Schusssprung da hochkommen? Spiele ich den Raum irgendwie falsch? Ich glaube, das ist das erste Level, was wir nicht abschließen werden. Komm normal nicht hoch. Das gibt's doch nicht. Wo soll ich denn dann hin? Also jetzt mal Real Talk, wo soll ich denn dann hin? Ich muss da hochkommen. Anders geht's ja gar nicht weiter. Yo, Gott, ist der Sprung knapp und dann muss ich gleichzeitig den Schuss setzen. Ah, nicht gut. Kann ich den halt nicht drücken, ne? Das ist das Problem. Und jetzt habe ich halt einen Dreifachsprung. Der mir aber nichts nützt, solange ich nicht den Schalter gedrückt bekomme. Hawaii, oh wei. Also das. Wenn ich schon so nicht hochkomme, dann das mit einem Sprung zu kombinieren, der auch auf Anhieb sitzen muss, weil ich sonst ja hängen bleibe. Das ist so brutal. Nee. Da werde ich nicht durchkommen. Nicht in einer akzeptablen Zeit. Sagen wir es so. Vielleicht in 20 Stunden oder so. Puh, nee. Nee, I'm sorry. Hier muss ich abbrechen. Das kriege ich nicht hin. Das ist dieser Sprung hier. Von hier nach hier. Mit Schuss rüber und dann noch den Ansätzen. Das ist zu viel. Ich weiß, wie es dann weitergeht. Dann haben wir hier den Dreifachsprung. Dann ist das hier offen. Dann springen wir hier, schießen, dann geht das hier auf. Wir haben noch zwei Sprünge. Wir fallen hier runter, machen hier einen Sprung raus, lassen uns hier hinfallen. So. Wir haben immer noch den Dreifachsprung. Wir springen hier runter, zack, zack, sind hier. Dann hier hoch, dann hier durch. Und dann halt da rein. So, es klingt jetzt so, als wäre es jetzt super einfach. Es wird dadurch nicht super einfach, aber das ist die Theorie dahinter. Aber wie gesagt, ich krieg's nicht hin. Entschuldigung. Ich komme nicht durch. Es tut mir leid, ich komme hier beim besten Willen nicht durch. Ich komme hier beim besten Willen nicht durch. Kann ich das irgendwie kennzeichnen? Ach so, nee. Resume Exit Play Restart. Reset. Kann ich das wieder fortsetzen an dem Ding, wenn ich jetzt einfach so rausgehe? Nee, ich starte von vorne, ne? Ja, okay. Wir sind weit gekommen, aber weiter als das kommen wir nicht.
Ich meine, ja, es hat nicht grundlos drei ein irgendwas Dinge, ne? Das ist schon böse. Das ist schon böse. Aber gut, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich habe auch gesagt, ich werde mich nicht allzu lange in solchen Leveln aufhalten. Hä? Ich bin halt dann doch wieder ehrgeizig, ne? So ist es halt. Aber das andere Level haben wir geschafft. Das ist okay. Wir gucken mal noch, was das nächste Level ist. Vielleicht ist es noch kurz. Dann würde ich das noch kurz mit reinnehmen. RB47. Dass wir vielleicht noch einen Erfolg haben. 1T3J. Das war gut. Was habe ich geschrieben? RB47? 1T J3. Bin ich zu dumm zum Schreiben? Oh nein, es ist ein Troll-Level. Wir gucken mal kurz das letzte Level an. Vielleicht ist das kurz. Ich würde gerade noch ein kurzes spielen sonst. Gear Getaway, Fruit Factory. Ah, es ist auch nicht kurz. Okay, dann machen wir die das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.